Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Pascal-Lazio-Kanal. Ihr wisst Bescheid. Wir geben uns Schenk, Aido, Shaq O'Neal. Produziert wurde das Ganze von Kavo. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt weiter und sehen, was hier gemacht wurde. Kavo, Mashallah. Ja, ist ganz lustig gemacht, wenn er produziert, sowas hier einzubauen. Wie Mixo und McCloud das ja auch immer machen. Oder irgendwie so einen Anfangsspruch haben die Produzenten ja immer drin, damit die so Wiedererkennungswert. Finde ich immer ganz nice. Kavo, Mashallah. Von jedem unserer Jungs ist die Balaklava schwarz. Wir sind heute noch auf heute zu. Jeder von euch denkt, es findet ein Attentat statt, wenn von uns seine Freunde ruft. Ja, die musikalische Hook finde ich, ist immer schwierig, wenn hier direkt mit der Hook begonnen wird. Ich könnte mir auch viel vorstellen, viele, die sich die anhören und sich also jetzt mehr auf diesen Bars-Rap stehen, Oldschool angehaucht sind, wie es ja bei mir auch ist. Dass wir sich erstmal denken, weiß nicht, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. So, wenn man so reinhört, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich finde es immer geiler, aber das ist halt einfach heute so, dass man mit der Hook anfängt. Aber ich finde es geiler, mit einem Part anzufangen. Wenn dann so eine Hook kommt, kann man auch besser hören, wie das musikalisch so zusammenklingt. Deswegen, bei der Hook-Bewertung warte ich auch noch ein bisschen ab, nach dem ersten Part, finde ich. Und beim zweiten Mal hören kann man es immer ein bisschen besser bewerten. Durch die Stadt, zu siebt in einem SUV. Guck mal, wir sind A$AP auf der Jagd. Big Moves, so wie Shaq O'Neal. Vintage-Sweater-Hunis werden hingeblättert. Bitches wollen Schwanz, aber tun so, als wären sie Cinderella. Bitches wollen Schwanz, aber tun so, als wären sie Cinderella. Saugeile Zeile. Lyrisch hier, der Beginn vom Part, erstmal saustark. A$AP auf der Jagd. Big Moves, so wie Shaq O'Neal. Sweater-Hunis werden hingeblättert, Bitches wollen Schwanz, aber tun so, als wären sie Cinderella. Bitch, Rapper machen Mucke für einen Kindersender. Ich räume sie ab, als wären sie Selke und ich Hinteregger. Vermarkte. Geile Zeile hier. Ich mache nochmal zurück. Ich weiß, dass ich auf Pause drücke, aber der war nochmal eine geile Fußballzeile hier dabei. So wie Shaq O'Neal. Sweater-Hunis werden hingeblättert, Bitches wollen Schwanz, aber tun so, als wären sie Cinderella. Bitch, Rapper machen Mucke für einen Kindersender. Ich räume sie ab, als wären sie Selke und ich Hinteregger. Ab, als wären sie Selke und ich Hinteregger. Saugeile Zeile. Übertrieben krass. Feier ich sehr. Vermarkte mich wie Affiliate. Sie sagen Baba wie zu türkischen Familienvätern. Baba, kauf Vitamine zum Mega von all den Schlangen. Um mich rum bleibt nur Reptilienleder. Mit Jasmin und Tabea, sie tanzen immer kann. Um mich rum bleibt nur Reptilienleder. Saugeile Zeile auch. Über lyrisch sau stark der erste Part. Digga, überkrass. Dass ich so positiv überrascht bin, wo ich denke, boah, Alter, ist schon heftig der Part. 210 Panamera, ich kenn nur Liebe auf Räder. Keine Prinzipien wie jeder, passe nie in ihr Schema. Für die Familie schieß ich wie Italiener. Von jedem unserer Jungs ist die Balaklava schwarz. Wir sind heute nach der Beute zu. Jeder von euch denkt es. Klar, aber ist jetzt auch nicht so geil, so muss ich sagen. Fühle ich jetzt nicht hundertprozentig, aber der erste Part war überragend, wirklich überragend. Mit deinem Attentat starten von uns seine Freunde ruft. Durch die Stadt, zu siebt in einem SUV. Guck mal, wir sind A$AP auf der Jagd. Big Moves, so wie Shaq O'Neal. Ja, bevor, ich glaube, Schenk ist der zweite hier jetzt hier, wenn ich mich nicht irre. Der erste Part von Aido, wenn ich damit jetzt richtig liege. Ja, ist wirklich sehr stark gewesen. Ich bin gespannt, ob er hier beim zweiten Part auch mithalten kann. Hitze licken heißt, Konto ist in Sicherheit. Mach Profit mit Noten, die verschlüsselt sind wie ZIP-Dateien. In den Blicken Neid, Träume wurden Wirklichkeit. Fahr für eine Session mit, kurz Richtung Bietigheim. Fahr für eine Session mit, kurz nach Bietigheim. Der Bietigheim ist auch mittlerweile so eine Rap-Metropole geworden, oder wie man das sagt. Ist wirklich nice. Schenk, er auch klingt nice, auch stimmenlagig, mag ich seine Musik sehr. Also ich habe noch nicht viel von ihm gehört, aber ich habe schon den einen oder anderen Song gehört. Ich glaube, ich habe auch schon mal eine Reaction zum Solo-Song von ihm gemacht.
verschlüsselt sind wir ZIP-Dateien. In den Blicken Neid, Träume wurden Wirklichkeit. Fahr für eine Session mit, kurz Richtung Bietigheim. Over 99 DMs auf meinem Instagram. Scheint, als geht der Junge aus FFM International. Ihre Kips mit der Handycam sind professional. Seh meine nackte Haut als den Bilzerian. Happy End. Das ist keine Liebe, das ist Therapie. Das ist Therapie. Ja, also so von den Parts, so die hängen bleiben bei mir. Textlich fand ich hier den ersten auf jeden Fall stärker. Aber, wie soll ich das sagen? Diese Via Rap, so, ich kann das nicht erklären, ob es der Flow ist, die Stimme, vielleicht das Gesamtpaket vom Klang, finde ich ihn nicer. So, hier auf diesem Track zumindest. Seh mehr nackte Haut als den Bilzerian. Happy End. Das ist keine Liebe, das ist Therapie. 26 Jahre warten auf ein Evergreen. In meiner Straße wachsen heute Lemon Trees. Ich mache Frankfurt zu dem deutschsprachigen Beverly. Ich mache Frankfurt zu dem deutschsprachigen Beverly. Auch saugeile Zeile zum Abschluss. Von jedem unserer Jungs ist die Balaklava schwarz. Wir sind heute Nacht auf heute zu. Jeder von euch denkt, es findet ein Attentat statt, wenn von uns einer Freunde ruft. Also da kommt die Hook natürlich auch schon etwas besser an, sag ich jetzt mal. Aber ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt feier, kann ich jetzt nicht sagen. Ich find's jetzt auch nicht schlecht, so kann man machen, so. Aber da, also für meinen Geschmack, Reaktion ist ja auch immer nur mein Geschmack der Musik. Ja, feier ich nicht so, aber die Parts sind gut. Durch die Stadt, zu siebt in einem SUV. Guck mal, wir sind A$AP auf der Jagd. Big Moves, so wie Shaq O'Neal. Ja, das war's hier von der Reaction. Aber schreibt mir auch gerne eure Meinung. Seid ihr bei der Hook andere Meinung? Wie findet ihr den Parts? Welcher gefällt euch besser? Und so weiter. Und wenn ihr Rap so feiert wie ich, abonniert doch meinen Kanal. Ich bin raus, Leute.